Was gibt's denn so? Ihre Majestät schicken Sie zu mir. Ich soll Sie neben das Bild stellen. Es ist heute der 50. Todestag, Majestät. Schon mehr als 60 Jahre her, dass wir uns damals kennenlernten. Im freien Wald. Schönen Basis. Ich glaube, die beiden sind eingeschlafen. Philipp, aufwachen! So eine Frechheit. Na warte, Alexandrin. Er holt uns doch nicht ein. Vielleicht will er uns gar nicht einholen. Nimmst du mit ihm auf? Stell dich hier ein. Bitte! Ach, lassen wir sie laufen. Wozu die schöne Fahrt sich noch verkürzen? Ach, seht mal, wo die noch stecken. So lange können wir unmöglich warten. Das wird der Wilhelm auch einsehen. Ach, komm, Lulu, der Wilhelm wird die Elisa schon heil ans Land bringen. Komm. Gott war das herrlich. Aber nun sind die schönen Tage bald vorbei. Ja, leider. Aber sie kommen doch bald nach Berlin. Im nächsten Jahr. Vielleicht. Was? Erst im nächsten Jahr? Aber bis dahin werden wir uns dann noch einmal wiedersehen. Ich hoffe, es ist friedlich. Schade, dass Majestät nicht dabei war. Ich habe die Prinzen noch selten so ausgelassen gesehen. Der König hätte sicher seine Freude daran gehabt. Ach, Blaubeeren! Wie bei uns im Riesengebirge. Da haben wir oft ganze Körbe vollgefüllt. Da, nehmen Sie auf. Dieser Ausflug heute war der schönste meines Lebens. Welcher von den Prinzen gefällt dir denn am besten? Eigentlich ja alle drei. Der Kronprinz war so fröhlich heute. Und der Karl, ich glaube, das ist der lustigste. Und Wilhelm? Wilhelm? Ich glaube, er liebt die Natur auch so wie ich. Wir waren beide ganz still. Ich freue mich schon, wenn wir wieder in Berlin wohnen. Ihr müsst dann alle recht oft zu uns kommen. Lulu?
dürfen Sie in der Fürstin das dulden. Aber doch nicht der kleine Schock da, Prinz Philipp. Ach so. Wunderbar, wunderbar, mein lieber kleiner Freund und Landmann. Sie werden noch ein ganz großer Musiker werden. Wie heißt das falsch? Es ist ein Prelude-Destur-Durchlauf. Wie heißt der junge Mann? Ich glaube Chopin, ein Pole, Sohn eines eingewanderten Franzosen. Erstaunlich, mit welchem Scharfblick Fürst Radziwill immer wieder junge Talente ausfindig macht. Dieser Chopin verdankt seine Ausbildung ganz und gar seiner Durchlauf. Nachtigallen? Jetzt, im April? Aber königliche Hoheit. Mit Ihnen hier in solcher Nacht wie dieser, soll ich die Jahreszeit noch wissen? Und gar die Monate? Und königliche Hoheit? Sie versprechen. Prinz Wille. Auch nicht Prinz. Soll ich Prinzessin sagen? Wittgenstein, der gestrenge Herr Hausminister, schaut schon herüber. Prinz Wilhelm scheint sich hier heftiger zu interessieren, als vielleicht gut ist. Aber durchaus meinen wegen der Prinzessin Elisa? Sie ist zweifellos eine der entzückendsten Erscheinungen, die man sich überhaupt denken kann. Bin aber durchaus auch. Trotzdem, wir müssen da doch wohl erst die Ansichten und Absichten seiner Majestät in Erfahrung bringen. Ob eure Durchlauf da nicht vielleicht zu vorsichtig sind? Immer besser vorausschauend, mein lieber Herr von Gerlach, als dann das Nachsehen. Dr. Kronprinz, sagen wir doch dazu, er ist auch noch nicht verheiratet. Wird sich bestimmt mit dem sehr hübschen Fräulein von Kleist nicht allzu ernstlich engagieren. Er weiß, was er der Krone schuldig ist. Wie ist die Prinzessin Elisa eigentlich zu dem Namen Ewig gekommen? Das wissen Sie nicht. Ich denke, Sie sind Ihre Freundin. Ja, aber davon hat sie nie gesprochen. Also gut, dann will ich Sie Ihnen anvertrauen. Nämlich, meine Schwester Charlotte hat ein Gedicht. Ewig lieb ich solche Anmut. Die Anfangsbuchstaben. Sie merken? E-L-I-S-A. Elisa. Ja, das erste Wort davon ist an ihr hängen geblieben. Sie sehen, das bleibt alles im Rahmen gesellschaftlicher Plauderei. Zudem, ich glaube, das Herz des Kronprinzen hat auch schon gesprochen und liegt in Bayern fest. Mir aber, ich würde dafür sorgen, dass die Besuche im Radziwillschen Palais nicht allzu häufig stattfinden. Schwierig. Die Mutter Elisas, die Prinzessin Luise, ist schließlich eine Nichte Friedrichs des Großen. Also eine nahe Verwandte des königlichen Hauses. Trotzdem, es ist Luise. Dürfte Sie langweilen? In Ihrem Hause, königliche Hoheit? Ich bin im Gegenteil noch ganz voll von der herrlichen Musik Ihres neuesten Schützlings. Nicht wahr? Schade, dass seine Majestät am Erscheinen verhindert war. Wollen Sie mein großes Bedauern darüber ausdrücken? Die Mutter sucht. Ich sollte doch noch singen. Bitte. Ich höre Sie doch so gern. Nein. Wirklich. Wenn ich Sie bitte. Komm, der junge Chopin wartet schon. Wollen Sie den Wagen bestellen, Königin Hoheit? Schon spät. Jetzt? Nein. Prinzessin Elisa singt. Ja, aber... Strahlend
Herr von Rauma, Sie werden versuchen, alles in Erfahrung zu bringen, was die Familie Radziwill betrifft. Ich möchte nicht, dass ein Prinz des königlich-preußischen Hauses uns eines Tages vor eine schwierige Tatsache stellt. Und wann wollen euer Durchlauf seine Majestät darüber Vortrag halten? Überhaupt nicht, lieber Rauma. Es ist eine vertrauliche Sache zwischen uns. Ich möchte nur, dass das Hausministerium vorbereitet ist, falls der König eines Tages Aufklärung wünschte, verstehen. Seine Majestät, lassen Sie bitten. Stimmung? Gut. Übrigens, Herr von Schilden, unser Geheimrat hier würde gerne einiges über die Zeremonien bei der Verbindung der Prinzessin Luise mit dem Fürsten Radziwill erfahren. Sie waren noch dabei. Ja, was wollten Sie da eigentlich wissen, Herr von Rauma? Gott, eigentlich nur Äußerlichkeiten, Exzellenz. Die Hochzeit wurde doch damals nicht im königlichen Schlosse gefeiert. Nein. Abreise der Großfürstin Charlotte. Vorbereitungen zur Abreise meiner Tochter gleich in Angriff nehmen. Schilden schon informiert. Wie war's gestern Abend? Ihre königliche Hoheit, die Frau Prinzessin Luise, bat Eure Majestät ihr größtes Bedauern darüber auszudrücken. Ja, ja, das mir auch leid. Der Kronprinz war anwesend. Ebenso Ihre königlichen Hoheiten Prinz Wilhelm und Prinzessin Alexandrine. Getanzt? Nein, es wurde nur musiziert. Der junge Chopin spielte sehr bravourös. Und nachher sang Prinzessin Elisa. Sah wieder schön aus. Was? Finden Sie nicht? Oh ja. Und? Darf ich Eure Majestät untertänigst darauf aufmerksam machen, dass Prinz Wilhelm... Sie ebenso reizvoll findet. Ich begreife das vollkommen. Ich möchte doch nicht versäumen, Eure Majestät auf die Möglichkeit gewisser Komplikationen hinzuweisen. Aber lieber Fürst, glauben Sie, er wird Dummheiten machen? Ich halte Wilhelm für viel zu ernst. Verantwortungsvoll. Gerade deshalb. Sie, meine Söhne, wirklich lieber im Haus der Fürstin Radziwill als... Selbstverständlich. Und wahrscheinlich wird ja auch das alte litauische Fürstengeschlecht als ebenbürtig anzusehen sein. Im Ernstfall. Sie meinen das Material darüber? In wessen Ressort? Geheimrat von Rauma. Danke. Auf morgen. Übrigens, Prinz Wille möchte morgen zu mir kommen. Auch Carlo der Kronprinz. Ja, das war alles ziemlich schwierig, ohne die Familie Radziwill zu kränken. Man ließ die Fragen möglichst in der Schwebe. Herr von Rauma. Schön ist der Kopfschmuck. Hat auch ein Gewicht. Das Schaumann. Ich danke das auf dem Kopf. Du, die Zarenkrone wird noch schwerer sein. Steht dir denn immer an der Tür, wo du auch bist? Schrecklich. Wieso? Daran gewöhnt man sich rasch. Ein Schutz. Ich möchte ihn schon gar nicht mehr missen. Setz doch mal auf, Elisa, komm. Ja. Nein, Zücke. Du, wir müssen ewig überhaupt einmal russisch ein. Ja, komm. Ich aber das geht doch nicht. Wieso denn? Und der ist doch immer da. Aber wenn es dich geniert. Ivan, wo werden wir? Na großartig. Wie das passt. Du, wenn Wilhelm dich so sieht. Darf man eintreten? Nein. Ja, natürlich, wir spielen gerade ein bisschen Maskerade. Donnerwetter. Da kommen wir ja gerade zur rechten Zeit. Meine liebe Lo, ich kann dir eine große Freude machen. Wilhelm und Karl dürfen uns nach Petersburg begleiten. Ach, Kinder, am liebsten würde ich euch alle mitnehmen. Wilhelm, wach auf. Aber wahrhaftig, man kann dir nur gratulieren, du Glückspilz. 4 Wochen dürfen deine Brüder bei uns bleiben. Und ich habe die Ehre, euch bis Frankfurt an der Oder zu begleiten. In hoher Mission. Ich soll deine Schwester Maria Paulowna im Namen des Königs dort begrüßen. Na, hoffentlich bringt ihr hübschen Töchter mit, damit ihr Jungs finden, dass eure Kosten kommen. Ach, das sagst du mir? Ich fahre von dort nach Bayern gleich zu meiner Frau. Oh, du bist ja verlobt. Sag, wann soll denn die Hochzeit sein? Sobald als möglich. Das hoffe ich ja gerade dort zu erfahren. Werden Sie lange bleiben? 4 Wochen.
Wir fahren übermorgen nach Rube. Ob ich Sie dort auf der Rückreise besuchen darf? Meine Eltern würden sich sicher freuen. Sie? Ich auch, natürlich. Und sehe ich Sie noch einmal? Morgen? Eure Schwester Charlotte fährt übermorgen nach Petersburg zurück. Werde sie begleiten. Du nur bis Frankfurt. Ende der Woche erwarte dich von da zurück. Und wegen der Münchner Reise wird Schilden unterdessen alles vorbereiten. Guten Weg. Hier ist eine große Reise. Wie? Weiß dich. Jawohl, Herr Vater. Keine Dummheiten machen. Nicht vorlaut sein. Und in allem Wilhelm unterordnen. Verstanden? Ich möchte dich allein sprechen. Adieu. Ihr werdet in Frankfurt die Erbgroßherzogin von Sachsen-Weimar treffen. Großfürstin Maria Pawlowna, charmante Frau, Schwester des Zaren, sehr delikat behandelt. Sie nimmt, glaube ich, ihre zwei Töchter mit. Marie und Auguste. Du bist auf dieser ganzen Reise Vertreter der Krone. Mehr brauche ich dir nicht zu sagen. Reise wird dir gut tun, mein Junge. Vielleicht wirst du doch noch mal vernünftig. Was ich bei dir in Bayern kaum ereignen dürfte. Verlobte sind ja unzurechnungsfähig. Sonst noch irgendein Wunsch? Prinzessin Louise reist bald nach Ruhberg und hat mich eingeladen. Darf ich auf der Rückreise von Petersburg Elisa wiedersehen? Ja, Herr Vater. Du liebst sie? Ja. Brav. Offen. Liebig. Trotzdem große Bedenken. Elisa reizend. Liebenswürdig. Geistvoll. Alles Eigenschaften, einen Mann glücklich zu machen. Nur wir haben anderes und mehr noch zu beachten. Spreche nur mein Herz. Ich würde dir Glück wünschen. Aber wir haben die Krone zu wahren. Und sie die Walter des Staates. Solange der Kronprinz unverheiratet, also kinderlos, stehst du den Thron am nächsten. Jede Entscheidung deshalb über dich selbst hinaus bedeutungsvoll. Zudem eine Reise nach Petersburg könnte dir andere Wünsche und Möglichkeiten zeigen. Ich glaube nicht, Herr Vater. Versprechungen gemacht? Nein, Herr Vater. Das tät ich nie, bevor ich nicht... Gut, gut. Ich kenne dich, Wilhelm. Und deinen Charakter. Aber gerade deshalb fürchte meine Räte, gebe bessere Verbindungen für dich und für das Land. Nun? Ich verstehe Sie, Herr Vater. Aber ich kann nicht anders. Gut. Werde tun, was ich kann. Erstmal aus Petersburg zurück sein. Und darf ich nach Ruhberg? Ich bin dein Vater. Ja. Und ich danke Euer Majestät. Es ist alles zur Abfahrt bereit. Dann gehen wir mal zusammen auf die Jagd. Ach, die Wolfsjagd in Russland naht, der wird ja aufschneiden, wenn er wiederkommt. Die Wagen sind vorgefahren, kaiserliche Hoheit. Oh, Charlotte, ich muss dir ja noch das Buch holen. Es fällt mir wirklich schwer, ewig. 8 lange Wochen. Die Zeit wird Ihnen schneller vergehen, als Sie denken. So viel Zerstreuung in Petersburg. Falle, Feste. Meinen Sie, dass mich das gefangen nimmt? Ich werde Sie in Gedanken überall begleiten. Und ich werde Ihre Gedanken überall spüren. Wo ich auch bin. König Leopold? Ich komme.
guten Weg. Adieu. Aber durchlaucht, der Sohn des großen Kurfürsten hat auch ein Radzivil geheiratet. Und niemand hat an der Erbberechtigung der Nachkommenschaft gezweifelt. Ich weiß es, lieber Schilling, ich weiß es. Leider hat aber der große König ein neues Hausgesetz geschaffen, nachdem nur Töchter souveräner oder vormal souveräner Familien als ebenbürtig anzusehen sind. Es ist noch nicht erwiesen, dass die Radzivils nicht dazu gehören. Ebenso wenig ist es klar. Ich weiß, dass seine Majestät außerordentlich viel daran liegt, die Angelegenheit im Interesse des Prinzen in Ordnung zu bringen. Und darum müssen wir bemüht sein... Wir sind es ja, mein lieber Oberhofmeister, wir sind es. Und vielleicht würde es uns auch gelingen. Aber in Polen gärt es. Und eine polnische Prinzessin am Königshof... Höchster Tat. Im Übrigen riet seine Majestät, falls Schwierigkeiten auftreten, Professor von Savigny heranzuziehen. Was kann der helfen? Glauben Sie mir, lieber Schilden, es ist für Prinzessin Elisa viel leichter, Kronprinzessin von Schweden zu werden, als Prinzessin von Preußen. Und mir wäre es auch lieber Prinz Wilhelm Brecht und seine Großfürstin mit. Das wäre doch wenigstens dem Land ein Vorteil. Im Übrigen halte ich überhaupt nichts von Liebesheiraten. Aber das ist natürlich meine Privatsache. Man wird noch ganze Kommissionen hier einsetzen. Und es wird alles nichts nützen. Also können wir weiter wühlen für das Liebesglück der Prinzessin Radziwill. Nicht den Hals. Für Prinzessin gerne. So, und wer soll dir meinen Pummi besorgen? Ob du noch die Post in Hohenwiese erreichst? In einer halben Stunde geht sie doch ab. Auch bis Hohenwiese lange. Sind denn die Kirschen schon reif? Lass nur, sonst kriegt mein Brief noch Obstbäcke. Ich will dich auch nicht verraten, wenn du mir den Brief gut besorgst. Welcher Baum ist es denn? Im Park an der Mauer. Gut, dann komme ich morgen mit. Geheimnisse? Nein. Weshalb erschrickst du denn? An wen war der Brief? An den Prinzen Wilhelm. Ich hatte gehofft, Ruhberg würde deine Gedanken etwas ablenken. Sieh mal, ich fürchte, man sieht uns in Berlin gar nicht so sehr gern. Aber weshalb? Der König war doch gerade noch zu dir so liebenswürdig. Ach, Kind. Ich glaube nicht, dass das allzu viel besagt. Die Reise nach Petersburg verfolgt bestimmte Ziele, schreibt man mir aus Berlin. Er wird deshalb auch gar nicht nach Ruhberg kommen. Doch, er kommt. Nein. Und das wird auch besser für euch beide sein. Ich hoffe doch, meine Tochter ist zu stolz, um sich einer Absage auszusetzen. Auch aus Stockholm habe ich Nachricht. Der schwedische Kronprinz fragt unablässig nach dir, nachdem er dein Bild gesehen hat. Aber Mamuschka... Ich will doch nur dein Glück. Wie ich Prinz Wilhelm liebe, das weißt du. Aber ich muss dich warnen. Später tut die Trennung weh noch als heute. Aber weshalb denn, wenn er mich liebt? Die Liebe der Königssöhne ist von vielen Gesetzen und Verpflichtungen abhängig. Ich weiß genau, was du meinst. Dass ich nämlich nur eine Prinzessin Radziwill bin. Aber du hast als preußische Prinzessin auch einen Radziwill geheiratet. Warum soll also nicht deine Prinzessin Radziwill einen preußischen Prinzen heiraten? Was soll ich da antworten? Natürlich hat eine preußische Prinzessin auch geringere Verpflichtungen als ein Preußenprinz. Und außerdem, es ist viel leichter, auf eine Würde zu verzichten, als sie zu gewinnen. Und ich sage dir, Mamuschka, er kommt. Er kommt bestimmt. Ich glaube, der Karl hat sich in Marie verliebt. Schon? In den paar Stunden? Aber das Mädchen ist auch wirklich reizend. Und die Kleine, die Auguste, wird noch hübscher, sage ich dir. Sind ja auch deine Nichte, mein schöner Nikolaus. Meine fröhliche Lo.
So Karl und Marie geben ein schönes Paar, findest du nicht? Ich fürchte, meine Schwester ist sehr ehrgeizig. Wieso? Meinst du, Karl genügt dir nicht? Du musst du helfen, Nicky. Wenn ich kann. Allein? Ja. Ich habe den Kindern erlaubt, den Kronprinzen bis vor die Stadt zu begleiten. Im Schutze deiner charmanten Brüder. Schade, dass der Kronprinz sich schon für die Bayerin entschieden hat. Der König hat ja noch mehr Söhne. Wilhelm macht auch sehr gute Figur. Der lustigste ist Karl. Die Mädels sind wie verwandelt. Das glaube ich. Besonders die Marie. Warum? Verliebt natürlich. In wen? In Wilhelm? Nein, in Karl. Marie in Karl? Ja. Hat sie etwas gesagt? Nein, aber das merkt man doch. Ich reise sofort ab. Also Maria. Ich bin noch nicht verrückt. Jetzt auch noch zusammen nach Petersburg. Das wäre das Richtige. Und warum regst du dich denn so auf? Was hast du gegen Karl? Ich bin noch nicht verrückt. Ich kann noch nicht meine Tochter einem drittgeborenen Prinzen geben. Die Enkelin des Zaren. Nikolaus. Sag doch selbst. Ja, wenn sie sich aber lieben. Ach, Unsinn. Marie ist viel zu jung. Sie soll erst andere kennenlernen. Als ob wir noch unseren Herzen würzen. Warum verliebt sie sich nicht in Wilhelm? Der steht auf dem Thron viel näher. Mehr Aussicht, Apanage. Und hat der Kronprinz keine Kinder, wird er sogar Thronfolger. Aber Maria, Wilhelm liebt doch Elisa Radziwill. Na und? Wird er sie etwa heiraten? Ja, natürlich wird er das. Das ist doch anders gar nicht denkbar. So. Dann werde ich also niemals meine Einwilligung für deinen Bruder Karl geben. Sind denn diese Radziwill überhaupt ebenbürtig? Aber das ist doch noch niemals angezweifelt worden. Na, das werden wir in Petersburg ja sehen. Dort wird man sich für eine polnische Prinzessin am preußischen Königshof auch nicht sehr erwärmen, glaube ich. Aber Liebling, du musst das nicht so tragisch nehmen. Ach, Niki, ich werde auf einmal so Angst um Wilhelm und ewig. Weshalb denn? Nur nicht traurig werden, das passt so gar nicht zu dir. Maria wird schon noch Vernunft annehmen. Aber wenn die Radziwills nun wirklich nicht ebenbürtig wären. Da gibt es immer noch andere Mittel. Man kann Elisa adoptieren. Zum Beispiel wir in Petersburg. Man sich vorkommt. Schrecklich. Wo denkst du denn hin? Berge, ein Schloss. Was werden wir die ewig denken jetzt auch hierher? Petersburg ist so weit. Und die Prinzessinnen am Zarenhof sind so schön. Und ewig ist so dumm. Deshalb. Na, glaubst du, wenn man verliebt ist, dann ist das doch ganz egal. Oder gibt es für dich einen schöneren Mann als Prinzen Wilhelm? Das ist doch etwas ganz anderes. Das ist genauso. Königliche Hoheit. Nichts entschuldigen. Im Gegenteil. Im Gegenteil? Du wirst dir die Finger verbrennen. Keine Angst. Ja. Du bist ja verwöhnt. Ruhe. Yeah, yeah, yeah.
Sagt sie, sie liebt Wilhelm. Dann müsste sie doch glücklich sein, wenn ich hier bliebe. Ich in ein fremdes Land, wo ich hier jeden Baum kenne, jeden Strauch. Wann glaubst du denn, dass er zurückkommen könnte? Ach Gott, in 3 Wochen, wenn er sich beeilt. Habt ihr auch einen Hund? Nee, aber eine Milchziege. Wir haben jetzt ein Schwein. Keine Knöpfe hast du. Ist über. Wohnst du jetzt ganz im Schloss? Prinzessin braucht mich doch. Da kommen Gäste, die Küche, Pferde. Na und wenn sie sich mal langweilt, dann ruft sie nach Strutz. Ich möchte auch mal Prinzessin sein. Strutz, wir wollen heim. Bist du? Ach, weißt du, manchmal bin ich so fröhlich, dass ich singen könnte. Und manchmal ist mir so bang. Ich weiß nicht. Dann weine ich oft die halbe Nacht vor Angst. Aber Liebling, wahrhaftig doch kein Grund. Lass mich. Ein Mann kann kämpfen. Aber weiß ein Mädchen, was ihm das Schicksal bringt? Ich bin kein Diplomat, mein lieber Bruder. Aber so viel sehe ich doch. Wenn sie diese Radziwill wirklich adoptieren und sie heiratet daraufhin den Prinzen Wilhelm, dann bedeutet das eine ganz gewaltige Verstärkung des polnischen Einflusses in Preußen. Und außerdem... Wird dann Ihr Bruder Konstantin nicht fordern, dass Sie erst einmal seine Fürstin Lovitsch auch adoptieren und ihm so die Thronfolge ermöglichen? Ich bin ja, wie gesagt, nur eine Frau und ganz ohne Einfluss auf die vorsichtigen Entschließungen Eurer Majestät. Aber ich warne dringend vor einem solchen Schritt. Zudem, ich weiß ja gar nicht, ob nicht einer meiner Töchter... Eine Verbindung unseres Hauses mit dem preußischen Königshaus wäre vielleicht ganz ratsam. Aber nachdem der Kronprinz leider die Bayerin heiratet, natürlich niemals neben oder gar unter einer Zivil. Also, Gerlach, Sie folgen, sobald Sie können. Wollen Eure königliche Hoheit nicht doch noch überwachen? Es muss ja gleich soweit sein. Auf keinen Fall. Wir haben schon einen ganzen Tag verloren mit diesen Rad- und Achsenbrüchen. Ich reite voraus. Wir werden uns beeilen. Adieu, Gerlach. Die Hoheit. Umi. Ich habe ihn gut abgerieben. Er ist den ganzen Weg mitgelaufen. Wie weit warst du denn? Über Warmbrunn hinaus. Aber seine königliche Hoheit könnte auch die Schmiedeberger Straße kommen. Vielleicht ist er direkt nach Berlin gefahren. Umi, du wirst deine Belohnung haben, ja? Schon gestern hätte er kommen sollen. Und wenn er heute nicht kommt, dann kommt er überhaupt nicht, glaubst du? Ach, Unsinn, Liebling. Hätten wir längst Nachricht. Aber komm, du musst ruhen. Ich bleibe lieber hier, oben in meinem Zimmer ist so heiß. Na gut, dann bleib hier. Wir sehen uns nachher beim Tee. Königliche Hoheit schon lange erwartet. Ja, halt hier geblieben. Ich möchte nicht, dass irgendjemand gestört wird. Melden Sie mich erst, wenn die Herrschaften geruht haben. Ich warte hier im Salon.
ewig. Du, die Weimaraner kommen doch auch zu deiner Hochzeit. Sicher. Und jetzt zieht dann hier ins Schloss. Mhm. Da gehört doch eigentlich Papa hin. Da geht doch hier aus seinem Palais nicht heraus. Ich freue mich schon mächtig, du. Ich werde hier natürlich vieles umbauen. Das ist ja unerhört. Was denn? Na hier. Die erste Seite groß gedruckt, der Wichtigkeit entsprechend. Naja, was gefällt dir da nicht? Lies mal weiter. Der Kurprinz Friedrich Wilhelm von Hessen ist in Weimar eingetroffen und von einem großherzoglichen Paar mit besonderer Herzlichkeit empfangen worden. Na und? Merkst du denn nichts? Der will doch die Marie. Ach so. Den Kerl erschlag ich. Karlemann, dich hat's ja ordentlich gebracht. Aber den erschlag ich. Jetzt, guten Morgen, Herr Vater. Karl. Guten Morgen, Herr Vater. Zeitungen? Sehr ungern bei meinen Söhnen. Der Geist der Zeit, Herr Vater. Ohne Zeitgeist. Vor 25 Jahren war es ruhig. Heute Missvergnügen. Jeden Tag Verbote. Warum? Mein Regiment heute nicht anders als damals. Aber erfährt man vielleicht durch Sie nicht auch, was das Volk will? Das Volk will Brot und Frieden. Aber manchmal gibt's doch Neuigkeiten. Zum Beispiel heute, dass der Kurprinz von Hessen und Marie von Sachsen-Weimar wird. Er ist dort eingetroffen. Karl will ihn drum erschlagen. Fritz, du bist hier verrückt. Karl? Und Marie? Wir scherzen. In Frankfurt angefreundet? Natürlich. Ja. Und gleich so verliebt? Ich muss hier zum Dienst. Also, wir sprechen uns darüber noch, mein Sohn. Aber die Prinzessin Marie sehr gern. Adieu. Mir ist ja recht, dass es sich so entschließt, wird wenigstens keine Schwierigkeiten geben. Will er ihm noch nicht zurück? Er kommt wohl heute. Sollte schon vorgestern hier sein. Schenken Sie ihm doch die paar Tage, Herr Vater. Vielleicht die schönsten seines Lebens. Wilhelm ist sowieso ja viel zu ernst. Und nun mit diesem Engel. Ja, ja, finde sie auch entzückend, aber was hilft Schwärmen? In großer Sorge deshalb. Kann ihr anvertrauen. Natürlich Mund halten darüber. Gutachten jedenfalls nicht so wie gewünscht. Ebenbürtigkeit bleibt fraglich. Besonders Schmelzer, aber auch Kanz, Trauer. Diese Schleicher und Ignoranten. Sollen die das Glück von Wilhelm zerstören? Halt, halt, von mir beauftragt. Meine Räte. Überhaupt nicht so schnell aufbrausen, Fritz. Immer erst alle hören, dann urteilen. Dem auch Russlands Meinung hier wichtig. Denken Sie doch an das Glück Ihres Sohnes. Das Wohl meines Staates ist wichtiger. Diese Liebesgeschichte wird mir die Staatsordnung nicht in Verwirrung bringen. Im Übrigen, was ich kann, tue ich. Werde Witzleben persönlich zum Neisenau nach Erdmannsdorf schicken, seine Meinung zu hören. Soll vielleicht auch am Rat teilnehmen. Seine Majestät hat jetzt eine Kommission eingesetzt, um die Gutachten zu prüfen. Und nun will Seine Majestät auch die Meinung des alten Gneisenau hören, hm? So, hier, ein verehrter Herr von Witzleben. Die wird Ihnen kommunieren. Danke, Bruder. Offen gestanden, es wundert mich eigentlich, dass Seine Majestät immer gerade Sie herbeirufen lässt, wenn er in Schwierigkeiten ist. Wo wir uns doch sonst nicht immer gut verstehen, hm? Ja, sehen Sie, Witzleben. Das ist ja gerade das Besondere an ihm. Sein übergroßes Verantwortungsgefühl. Es hat wohl selten jemand auf einen Thron gegeben, der sich so klar über seine Fähigkeiten und seine Schwächen war. Nicht so souverän wie der große König. Mein Gott, die Zeiten. Er muss auch mehr auf seine Räte hören. Richtig. Aber da er weiß, wie schnell seine Räte sich ihm anpasst, greift er von Zeit zu Zeit auch nicht zurück. Und wie werden Sie sich zu dieser Sache stellen? Erst mal hören. Eins kann ich sagen. Mein Herz ist bei diesen beiden prächtigen jungen Menschen. Prinz Wilhelm, beste Soldat der Armee. Und die Prinzessin Elisa. Ich staune immer, dass es sowas noch gibt in unserer Zeit. Ich wusste gar nicht, dass Sie die Ratzewils so gut kennen. Und wir sind doch Nachbarn sozusagen. Wie oft ist die kleine Elisa auf ihrem schwarzen Pony hier herübergeritten, um mir all ihre Kindersorgen anzuvertrauen. Kennen Sie sie eigentlich? Leider habe ich das Vergnügen noch nicht gehabt.
Aber lieber Witzleben, da müssen Sie noch bis übermorgen da bleiben. Wir wollen nämlich morgen eine Partie ins Gebirge machen. Vielleicht auf die Schneekoppe hinauf. Die Ratzewils, die Redens, die Reusses, das ganze Hirschberger Tal. Und da müssen Sie unbedingt mitkommen. Ich freue mich schon so auf die Kronprinzenhochzeit. Auf eine andere noch mehr wetten? Ach so, natürlich. Ich weiß nicht, Graf Neisenau. Ich bin manchmal so unruhig. Warum denn? Sie kennen ihn. Ich meine, den Prinzen Wilhelm. Und schätzen und lieben ihn. Und doch fühle ich, Sie, Mama, Papa, ihr seid alle gegen ihn. Aber woher denn? Wann also gegen mich? Aber Prinzessin, es gibt keine Frau im ganzen Land. Ich fühle doch, es sind Geheimnisse um mich herum. Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Mein liebes Prinzesschen, es gibt immer Schwierigkeiten im Leben. Besonders in einem solchen Fall. Sehen Sie, Prinz Wilhelm ist der zweitgeborene Königssohn. Der Kronprinz noch nicht mal verheiratet. Sie kennen doch seine Majestät. Sagen Sie mir, ich bin nicht eben. Ach, was denn? Wieso denn? Das ist doch gar nicht erwiesen. Lieber Schilden, ich muss noch mal stören. Aber eben hat der schwedische Kronprinz doch zugesagt. Dann muss ich ja wieder alles ändern. Ach, Sie sind ja schon fast fertig mit der ganzen Tafelrunde. Mhm. Aha. Rechts von seiner Majestät, die Großfürstin Maria Pawlowna, neben ihr der Bayernkönig. Na, das ist mal wieder so ein Fest nach ihrem Sinne. Ich könnte ja dem Schweden vielleicht Prinzessin Auguste geben. Für sie habe ich noch keinen Nachbarn. Aber ich bitte Sie, der kommt doch extra aus Schweden, um Elisa Radziwill kennenzulernen. Und Prinz Wilhelm? Gott sei Dank, dass wir einen Vorwand haben, sie zu trennen. Setzen Sie doch den Prinzen Wilhelm hier neben die reizende kleine Prinzessin Auguste. Auf Ihre Verantwortung. Ich kann es ja vorschlagen. Sonst könnte ich Sie ja auch hier gegenübersetzen, dass er Sie ständig ansieht. Unverbesserlich. Ich mühe mich, die Konflikte abzubiegen und sie knüpfen. So oder so, durchlaucht. Ohne Konflikte wird es ja doch nicht aufgehen. Leider. Besonders hat der Kronprinz seinen Bruder jetzt noch unterstützt mit eigenen Gutachten. Seine Majestät steht wieder ganz auf Seiten Wilhelms. Und wir können nachher die Folgen verantworten. Ich finde, du freust dich gar nicht genug. Auf den Kronprinzen von Schweden? Aber ewig. Das war wohl nicht anders einzurichten. Du bist ja schließlich mit dem Prinzen Wilhelm noch nicht offiziell verlobt. Ich bin schon glücklich, wenn ich ihn wiedersehe. Na also, du kannst dich doch auch freuen. Ob du nun neben Wilhelm sitzt oder nicht, das ist doch ganz egal. Du, die Kronprinzessin sah bezaubernd aus bei ihrem Einzug. Den ersten Tanz hat sie mit dem Kronprinzen allein, nicht? Ich werde doch mit Ihnen kein Philippchen essen. Das verliere ich ja doch. Das sollen Sie ja. Und
ihm dann vielleicht was schenken. Mein Taschengeld lang nicht mehr für mich. Was ich mir wünsche, das kostet sie überhaupt nichts. Gehen Sie schon her. Gute Kameraden geworden, Prinzessin Marie und mein Sohn Karl. Ja, sie ist noch ein rechtes Kind. Glauben wir Eltern immer. Jedenfalls möchte ich sie so lang wie möglich bei mir behalten. Begreife vollkommen, aber eines Tages werden sie doch... Ja, ja, natürlich. Aber das hat noch Zeit. Gefällt Ihnen der Kronprinz von Schweden? Ich kenne ihn kaum. Wie reizend Elisa aussieht. Kennen Sie sie denn? Nein, noch nicht. Aber ich hoffe, ich lerne sie heute kennen. Wollen Sie mir dazu verhelfen? Gern. Sie soll doch auch so schön singen. Sie haben sie wohl schon oft gehört. Oh ja, hier in den Ruhberg. Ach, erzählen Sie mir doch ein bisschen von Ruhberg. Stockholm wird Ihnen bestimmt gefallen. Ich glaube schon. Nur werden meine Eltern wohl kaum eine Reise dahin unternehmen. Das würde doch nur von Ihnen abhängen. Oh nein, ich muss mich da immer ganz den Wünschen meiner Eltern fügen. Aber Sie könnten doch in diesem Fall vielleicht den Wünschen Ihrer Eltern eine Richtung geben. Ich glaube, Sie irren da, königliche Hoheit. Sehen Sie nur. Sollte man Sie nicht befreien gehen? Ja. Wollen Sie mitkommen? Natürlich. Darf ich Sie um diesen Tanz bitten? Wir werden auch einmal tanzen müssen. Verzeihen Sie, natürlich. Und seien Sie nicht so traurig. Es wird schon alles gut werden. Ich bin sehr unaufmerksam gewesen. Oh ja. Und wenn? Ich kann es sicherlich begreifen. Danke. Alle meine Pläne, diese Absage der Weimaraner. Eine Absage ist es ja eigentlich nicht, Majestät. Was denn? Natürlich Absage. Ist doch lächerlich, dass die Prinzessin Marie zu jung sein soll. Vielleicht Ihre Meinung das? Darüber möchte ich... Völlig schreien. Lieb Karl dabei. Ausgesprochen herausfordernde Gäste gegen mein Haus. Vielleicht könnte man über Petersburg... Natürlich. Geht von den Russen aus. Ich möchte am liebsten, dass Sie gelegentlich nach Weimar fahren. Sie werden dort die Gründe sehr bald heraushorchen. Vielleicht auch die Bedingungen. Man scheint ja dort auf die Apanagen den allergrößten Wert zu legen. Ihre königliche Hoheit, Frau Prinzessin Louise. Wir sprechen noch darüber. Seien Sie mir nicht böse, liebe Cousine, dass ich Sie hier herausgebeten habe, aber hielt es für opportun, Ihnen in aller Interessen ungestört einmal mit Ihnen zu plaudern. Ich danke Eurer Majestät für das Vertrauen. Der Kronprinz von Schweden hat mich mit einem Auftrag betraut, der Ihnen vielleicht nicht unbekannt sein dürfte. Er seinen offiziellen Antrag bei Ihnen, liebe Cousine, vorbringt, möchte er sich vergewissern. Und da mir Ihr und unsere Reize Elisa wohl am Herzen liegt, habe ich gern übernommen. Ich danke Eurer Majestät. Die Wünsche des schwedischen Kronprinzen sind mir bekannt. Ich bin also auf diese Aussprache vorbereitet. Auch Entschließungen schon gefasst?
Eigentlich nein. Sie sprachen mit Ihrer Tochter? Ja, Majestät. Und? Sie will gar nichts davon wissen. Der Grund? Majestät. Ich muss eine Absage begründen. Der zukünftige Repräsentant eines Reiches würde eine Verbindung Ihres Hauses mit dem schwedischen Königshaus nicht nur in Ihrem, auch im Interesse unseres Landes nur begrüßen. Ich bitte Euer Majestät nicht veranlassen zu wollen, dass mein Kind in eine Ehe gezwungen wird, die ihr nicht konveniert. Aber das liegt mir vollkommen fern. Wie stehen Sie nun zu diesen Plänen? Aber Majestät. Naja, Sie meinen, dass Elisa anders attachiert ist. Ich bitte Euer Majestät überzeugt zu sein, dass ich nichts unversucht gelassen habe. Die Neigung, die Prinz Wilhelm zu meiner Tochter gefasst hat, ist von mir in keiner Weise unterstützbar. Im Gegenteil. Ich weiß, ich weiß. Ich liebe und schätze Lisa aufrichtig. Eine Verbindung wäre ganz nach meinem Herzen, aber liebst Cousine, ich kann sie nicht im Unklaren darüber lassen, dass große Schwierigkeiten. Alle meine Räte sind jetzt dagegen, bis auf Gneisenau. Verstehe, Euer Majestät. Ich werde versuchen, mir mein Kind zu erhalten. Aber es wird mir an dieser Liebe verbluten. So tief sitzt das? Also gut. Ich will es noch einmal versuchen. Schließlich ist erst einmal ein Stammhalter des Kronprinzen da. Dann gibt es gleich ganz andere Aspekte. Wir wollen also nicht verzweifeln, liebe Cousine. Und nichts den Kindern sagen. Ich danke, Euer Majestät. Aber wenn uns jemand sieht... Was haben wir zu verbergen? Sollen sie es doch alle wissen. Man wird uns suchen. Pardon, ich glaube, wir haben Prinzessin Elisa verloren. Aber nein, da irren Sie sich. Die haben doch eben noch mit Wilhelm gesehen. Ja, die sind schon weit voraus. Ja. Siehst du, ewig, hier bin ich groß geworden. Und von dieser Bank hat meine Mutter unseren Spielen zugesehen. Wollen wir uns hier ein bisschen setzen? Weiter, keine Andeutung, wirklich. Was hat das großherzogliche Paar gesagt? Man spricht zu mir natürlich anders als zu Eurer Majestät. Weiß ich. Will Wahrheit wissen. Ich möchte wirklich nicht zur Verschärfung von Konflikten beitragen, die vielleicht noch zu beheben sind. Überlassen Sie das Ihrem König. Also, man erklärte schließlich, dass es unmöglich sei, Prinzessin Maria dem Prinzen Karl zu geben, solange bei Prinz Wilhelm an eine Ehe gedacht würde, durch die die Nachkommenschaft einer Prinzessin Radziwill vor ihrem Kindethron berechtigt wäre. Noch etwas? Auch in Petersburg würde man eine polnische Prinzessin am preußischen Königshof nicht gerne sehen. Ja. Witz leben, bitte. Majestät, bestellen Sie den Prinzen Wilhelm morgen zu mir. Nach Potsdam. Majestät wollten abends nach Potsdam fahren. Auf die Pfaueninsel. Für 12 Uhr. Die Königin muss eine wundervolle Frau gewesen sein. Müssen wir nicht zurück zu den anderen? Das hätten wir schon längst müssen. Ich habe nur Angst. Angst? Glaubst du nicht, dass neue Schwierigkeiten kommen? Weshalb? Wegen der Throngesetze. Aber ewig, die sind doch veraltet. Ich fürchte, man sieht uns am Hofe nicht allzu gern. Wie kommst du darauf? Nein, ewig bestimmt nicht. Ich werde in den nächsten Tagen mit meinem Vater sprechen. Sprich mit dir, wie es einem Manne ziemt, der Festigkeit hat. Und lasse dich nicht so gehen, wie ein Romanheld. Denke, du lebst in einer wirklichen Welt, deren Vorurteilen und einmal eingesetzter Ordnung du dich so gut fügen musst wie alle anderen. Folge ihrem Beispiel. Versuche ebenso weit zu kommen. Sage nur einmal, ich will, ich muss. Und alles geht nachher.
Dein Herz wird bluten. Besser jetzt als zu spät. Da schrieb Luise, Königin, deine Mutter, an ihren Bruder Georg, der sich auch an ein Herzenserlebnis verlieren wollte. Was geht denn mich das an? Was deine Mutter schrieb? Sie würde sicher heute ganz anders schreiben. Sei standhaft, Wilhelm. Überwinde dich. Wachs über dich hinaus. Ich teile deinen Schmerz und weiß, dass ich das größte Opfer hier verlange. Aber ich erwarte von meinem Sohn, dass ihm die Ordnung des Staates und die Pflichten gegen seine Umgebung höher stehen als selbst sein Leben. Ich verzichte auf den Thron. Bravo. Ein königliches Wort, mein Sohn. Ich hielt dich wenigstens für einen Mann. Melden Sie mich der Fürstin. Führen Sie seine königliche Hoheit in mein Kabinett. Prinz Wilhelm? Jawohl, Prinzessin. Man hat seine königliche Hoheit in das Kabinett geführt.
verzeihen Sie mir. Ich habe nichts zu verzeihen. Das Schicksal war gegen uns. Ich wollte ihm trotzen. Ich will auf alles gern verzichten. Nur nicht. Du wirst deinem Vater gehorchen müssen, Wilhelm. Folg deinen Pflichten. Schaff dir Arbeit. Vergiss. Ich kann nicht. Du musst, Wilhelm. Du hast anderen Gesetzen zu folgen. Selbst wenn sie dir widersinnig erscheinen. Und du wirst erstarken. An dieser Härte gegen dich selbst. Kann ich nicht noch Abschied nehmen von dir? Jetzt nicht. Später einmal. Mutter. Leb wohl, mein Sohn. Ganz ruhig. Morgen packen wir. Und übermorgen sind wir dann in Ruhberg. Und da wird Sonne sein. See und die Berge. Papas Räte diesmal mit besonderem Wohlwollen vorbereitet. Es war wirklich sehr nett von dir, dass du mit nach Weimar gekommen bist. Sie haben mich ja zur Jagd eingeladen. Warum sollte ich absagen? Eigentlich habe ich es ihr zu danken, wenn ich Marie bekomme. Denn hättest du auf ewig nicht verzichtet. Nicht zu danken. Ich habe es ja nicht für dich getan. Bei aller brüderlichen Liebe. Ich glaube, man hat sie sehr schwer verwundet. Das ist unwichtig. Aber ich habe jemanden sehr schwer verwundet. Wir sind vom Großfürsten Nikolaus nach Landeck eingeladen. Da kommen wir an Ruhberg vorbei. Ich würde Prinzessin Elisa so gerne wiedersehen. Soll ich hingehen? Und darf ich Ihnen dann darüber schreiben? Wenn Sie das tun wollen. So gut nachdenken, wenn man so viel lieben muss. Weißt du,
glaube, es ist schon ganz gut so, wie es gekommen ist. Er braucht doch eigentlich... Aber Liebling, wir wollten doch nicht mehr davon sprechen. Es ist so schwer. Werden wir im Winter wieder in Berlin sein? Nein, mein Kind. Papa bleibt ja sowieso in Posen. Und wenn wir überhaupt verreisen, dann fahren wir doch natürlich zu ihm. Haben Sie heute zum ersten Mal in Freie gebracht. Sollten Sie sie verändert finden, erschrecken Sie den. Aber königliche Hoheit. Ich finde sie wieder ganz frisch aussehen. Natürlich ist sie ein bisschen schmäler geworden. Gebe Gott, dass es so wäre. Liebling, eine Überraschung. Schauen Sie, wen ich da bringe. Ach, Prinzessin August, Sie haben mir wirklich immer nur Gutes gebracht, lieber Garten, als Sie noch. So schön. Ich danke Ihnen, Prinzessin. Nun sehe ich Sie doch endlich wieder und lerne endlich auch Rupert kennen. Ich habe mich so darauf gefreut. Wirklich. Ich glaube, jeden Weg und jeden Baum hier zu kennen. Und nachher muss ich auch noch den Pummel sehen. Und Struck natürlich. Woher kennen Sie denn das alles so genau? Von jemandem, der sie nie vergessen wird. Ich liebe Sie unendlich, Elisa. Lassen Sie mich Ihre Freundin sein. Sprechen Sie ewig. Sprechen Sie frei und von allem, was Ihnen lieb und teuer ist. Wenn kein Rückschlag kommt, sagt der Arzt, könnten wir im Frühling vielleicht nach Posen. Wenn die beiden Mädchen sich anfreunden, ist schon viel gewonnen. Prinzessin August ist ein lieber, frischer Mensch. Und da Ihre Schwester Marie nun den Prinzen Karl heiraten wird, sehen Sie sich dann auch öfters. August ist jedenfalls bemüht, manches in Ordnung zu bringen. Sprichst du mir auch, dass du dich nicht erregen wirst? Ach, Mamuschka, es ist doch alles schon... Was ein Traum. Weißt du, dass es beinahe 3 Jahre sind? Ja, so lange haben wir gebraucht, dich am Leben zu erhalten. Lasst uns besonders beten für seine königliche Hoheit, den Prinzen Wilhelm, und seine ihm in dieser Stunde angetraute junge Gemahlin, ihre königliche Hoheit, die Prinzessin Auguste von Sachsen-Weimar.
wirst dich überanstrengen, Kind. Da spielte doch die junge Chopin einmal bei uns. Besinnst du dich? Mhm. Ich muss doch sehen, ob die Finger noch mitmachen. Mit der Stimme geht es schon ganz leidlich. Singen sollst du überhaupt nicht, sagt Dr. Huberlein. Bis dahin muss ich wieder ganz in Übung sein. Du wirst doch nicht im Ernst dahin gehen wollen. Selbstverständlich. Auch wenn ich wirklich krank will, Mamuschka. Ich darf Auguste und Wilhelm nicht verletzen. Die erste Soiree, die sie in ihren neuen Räumen geben. Auguste sagte mir eigentlich für mich. Da soll ich krank sein. Ich freue mich so drauf. Gefällt es dir? Mhm. Hier sitzt der König, die Prinzessin Luise, hier du, ewig. Ich bin so glücklich, sie endlich hier zu haben. Bist du sehr aufgeregt? Ich bin dir nur dankbar für alles. Meine kleine, kluge Auguste. Prinzessin, ich danke. Ich brauche sie nicht mehr. Dr. Hufeland ist da. Kann er hereinkommen? Ich werde Sie heute nicht wählen, Prinzessin. Das letzte Mal war ich recht zufrieden. Wie fühlen Sie sich heute? Besser. Viel besser. Meinen Sie nicht, lieber Hufeland, dass Elisa absagen sollte? Liebe Geheimrat, das kann ich einfach nicht. Soll ich Auguste und Wilhelm so enttäuschen? Außerdem fühle ich mich wirklich wohl. Gewiss, gewiss. Aber... Ich nehme alles, was Sie mir verschreiben. Aber gehen muss ich. Herrlich, euch alle in Summe in Rubeck wiederzusehen. Das wird sich bestimmt arrangieren lassen. Nicht wahr? Natürlich. Wenn ich das noch erleben könnte. Aber Elisa, Charlotte wirst du heute noch hier sein. Ewig lieb ich solche Anmut. Ewig überstrahlt doch wieder alles. Ich bin so froh, dass sie wieder hier ist. Ich hatte etwas Angst vor dieser Begegnung. Aber Wilhelm scheint ganz heiter. Ich weiß schon. Wäre ich ein Sonnenstrahl. Ja, das meine ich. Von Schoppe. Das sang ich doch damals, als wir... Das sang ich doch einmal. Ach, bitte. Soll ich? Ich würde dich so gern einmal hören. Aber wird es dich auch nicht zu sehr anstrengen? Bestimmt nicht. Sie doch so gebeten. Gerade singen sollte sie nicht. Dann will ich mal mein Heil versuchen. Na, hoffentlich blamierst du dich nicht mit. Ich bin so froh, dass es Elisa wieder besser geht. Hufeland ist leider sehr besorgt. Thank you.
gar keine Veranlassung. Nicht böse sein. Dir böse sein ewig. Traurig sind wir, Liebste. Furchtbar traurig. Was kann man nur tun? Endlich nach Freiheit. Was strickst du? Weinen, Husch. Ich bin so glücklich hier. Dass wir noch Kinder waren. Nicht sprechen, Liebling. Doch. Schön.
bei königlicher Hoheit.